Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder der Aldi Online-Shop und zwar mit dem Medion Eraser Gaming PC-System Hunter X20 MD34835 für 3.299 Euro. Das ist gültig vom 20.10. bis zum 20.11.2022. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows-Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir mal erst zu dem Bild. Ja, das ist ein bisschen fake, also nicht ganz fake. Das sieht schon so ähnlich aus, nur hier sieht man halt ein MSI-Mainboard, was so nicht verbaut ist. Das ist jetzt aber nicht sonderlich schlimm, weil man sowieso nicht so viel sieht. Also den RAM sieht man nicht, ob der jetzt leuchtet oder nicht. Pipapo, das geht schon einigermaßen klar. Das wird circa so aussehen. Kommen wir zu den technischen Daten. Hier haben wir einen Intel Core i9-12900K. Das ist Stand jetzt noch der beste Prozessor, den man von Intel kriegen kann. Klar, es gibt noch den KS, aber der KS macht keinen Sinn. Der K, der reicht für alles aus, zum Zocken, zum Rendern, zum Streamen, alles, was ihr damit machen wollt. Der hat 16 Kerne, 8 Performance und 8 Efficiency Kerne, beziehungsweise 24 Threads, also 16 Performance Threads und 8 Efficiency Kerne. Für alle die das das erste Mal sehen, ist einfach so, dass die Efficiency Kerne arbeiten, wenn ihr zum Beispiel Multimedia-Anwendungen macht, also YouTube oder ähnliches. Und wenn ihr dann zockt oder so, schalten sich die Performance Kerne quasi dazu und geben dem ganzen Ding noch mehr Leistung. Der hat eine TDP von 125 Watt, der kann sich aber auch 241 Watt genehmigen, das kommt eben darauf an, wie die Kerne arbeiten. Und da unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz, das sind quasi Empfehlungen vom Hersteller. Ihr könnt den auch schneller betreiben, das ist überhaupt kein Thema, ist hier auch der Fall, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und der kostet 594,99 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Wir nehmen jetzt einfach mal die Zotac, das ist aktuell die günstigste. Es ist nur einfach so, dass die Zotac auch öfters verbauen. Es gibt da noch ein schönes Video von Benz Hardware zu, der hat einen anderen PC getestet, da war glaube ich auch eine Zotac drin. Das passt soweit schon. Die 3080 Ti ist im Moment so eine Vernunftsentscheidung, weil die 40er, die kriegt man aktuell sowieso nicht. Und die 3080 Ti ist genauso schnell wie zum Beispiel eine 3090. Die 3090 hätte einfach nur mehr VRAM, was sie aber nicht unbedingt benötigt. Ist auf jeden Fall eine Top-Grafikkarte, könnt ihr alle Titel soweit mit zocken, WQHD auch 4K. Natürlich ist das immer spielabhängig, es gibt Spiele, die bumsen selbst die Grafikkarte weg. Aber den FPS-Test dazu, den findet ihr sowieso in der Videobeschreibung. Und die kostet aktuell 1049 Euro bei Computer Universe. Ich habe übrigens beobachtet, dass die jetzt wieder teurer werden, die 30er, weil die 40er einfach nicht verfügbar sind und wenn sie verfügbar sind, einfach zu utopischen Preisen von 2500 Euro aufwärts. Ich habe es schon mal gesagt, die Nachfrage nach den 30ern wird jetzt wieder steigen, weil Nvidia einfach keine 40er großartig liefert. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch einen PC besorgen, dann besorgt ihr euch am besten jetzt. Weihnachtsgeschäft fängt an, es wird Winter, die Leute bleiben mehr mit dem Arsch zu Hause und dementsprechend werden wieder mehr PCs gekauft. Das Mainboard wissen wir diesmal tatsächlich. Das ist ein Gigabyte Z690 Aorus Pro AX Mainboard. Bevor jetzt jemand sagt, ja, das ist ja nur das Aorus Pro, nein, das ist wirklich das AX. Hier unten ist auch der WLAN-Standard angegeben mit AX, also das passt schon soweit. Wir haben gekühlte Spannungswandler, hier noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und hier unten könntet ihr zum Beispiel noch erweitern mit einer Capture-Card oder einer USB-Erweiterungskarte oder ähnlichem. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Toslink, Mikrofon und Kopfhörer bzw. Lautsprecheranschluss, ganz normal für eure Boxen. Netzwerkanschluss, 4x USB 3.1, USB Typ C ist mit dabei, DisplayPort ist mit dabei, könntet ihr theoretisch sogar nutzen, weil der Prozessor hat eine integrierte Grafikeinheit, aber benutzt bitte die Grafikkarte. 4x USB 2.0, 4x USB 3.0 und dann halt noch WLAN und Bluetooth. Das ist wirklich ein gutes Board, muss man wirklich sagen, haben sie gut gewählt. Also für ein 12.900K ist schon ideal. Es gibt natürlich noch bessere, aber das passt wirklich gut ins Preissegment. Finde ich prima. Und das kostet 334,99 € bei Mediamarkt über eBay. Die SSD ist eine 2 TB Samsung PM9A1 PCI Express SSD. Das ist sozusagen der OEM-Ableger von der 980 Pro von der Samsung. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5200 MB die Sekunde. So eine Schnelle braucht man als Gamer eigentlich nicht. Aber bei so einem Preispunkt erwartet man sowas und das ist schon in Ordnung, dass die dann da drin ist. Es macht natürlich mehr Sinn, hättet ihr 2 Stück davon und kopiert viel hin und her, dann habt ihr auf jeden Fall mehr davon. So habt ihr natürlich sehr geringe Ladezeiten im Spiel und das haben sie auch eigentlich schon gut gewählt. 2 TB ist auch in Ordnung und die kostet 216,99 € bei Octo24. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB Kingston Fury Beast DDR5 RGB RAM mit bis zu 6000 MHz. Ja, es ist Dual Channel RAM, es sind 32 GB, er ist RGB beleuchtet und 6000 MHz. Super.
Haben sie gut gewählt, wirklich. Gar keine Frage. Natürlich gibt es qualitativ hochwertigeren RAM. Aber wir haben hier 6000 MHz, 32 GB. Ist völlig in Ordnung. Normalerweise erwartet man dann so 4800 oder 5200 zum Beispiel. Aber 6000er ist echt in Ordnung. Und der kostet 246,89 Euro bei Mindfactory. Dann bekommen wir ein beleuchtetes RGB Gaming Gehäuse von Inwin. Das ist, soweit ich das richtig beurteilen kann, das Inwin 101 Schwarz Glasfenster. Selbst Benz Hardware hat in seinem Video gesagt, mit einem deutlich schwächeren System, dass da absolut überhaupt kein Airflow herrscht, die Temperaturen scheiße sind. Das gehört hier zu dem Video. Das ist ungefähr das gleiche Gehäuse. Er hat das sehr, sehr gut aufgeschlüsselt. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, warum die solche Gehäuse nehmen. Da erstickt euch die Hardware drin. Hier ist ein 12900K mit einer 3080 Ti drin. In so einem Case. Das ist nichts. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht auf irgendwelche Airflow-Gehäuse gehen oder vielleicht so eine Variante mit Airflow, also mit einer Meshfront oder so herstellen. Ich verstehe es einfach nicht. Das ruiniert das ganze System. Es gibt noch eine andere Komponente, die das System ein bisschen ruiniert, aber das ist wirklich schlimm. Das würde ich mir privat niemals kaufen und ich würde auch niemals so eine Fertigkiste in so einem Gehäuse kaufen. Und das kostet auch stolze 89,90 Euro bei Case King. Als Wasserkühlung bekommen wir eine AlphaCool Eisbär 240 Wasserkühlung mit zwei Inwin Saturn ARGB 120mm Lüftern. Ja gut, die nehmen dann quasi einfach die Eisbär 240, packen da RGB-Luffis drauf. Sieht schick aus, klar, eine 240er Wasserkühlung auf ein 12900K könnt ihr vergessen. Zum Zocken geht's bestimmt noch, allerdings nicht in diesem Case, das kommt dann auch wieder dazu. Zum Rendern und auch vielleicht mal einen Test machen mit Cinebench oder übertakten, fällt das Ding komplett raus. Ich finde es persönlich auch ziemlich hässlich mit diesem Stecker da dran und diesen Schläuchen und ich weiß nicht, selbst RGB-Lüfter reißen das nicht raus. Da hätte mindestens eine 360er Wasserkühlung drauf gehört und ein schönes Airflow-Gehäuse, aber das macht dieses ganze Angebot irgendwie zunichte. Die könnt ihr jetzt vielleicht nehmen für einen Ryzen 5700 oder 5800X, selbst beim 5.8er wird es ein bisschen knapp, weil der ziemlich schwierig zu kühlen ist. Oder zum Beispiel ein 12600KF oder 12700K von mir aus auch noch. Aber ein 12900er, wenn man den richtig ausreizt, da kriegt die echt Probleme, die Wasserkühlung. Und die kostet 113,99 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Seasonic Focus GX750 Netzteil. Grundsätzlich nicht schlecht. 10 Jahre Garantie, 80 plus Gold-Zertifizierung und Vollmodular. Kann man überhaupt nicht meckern, empfehlen wir auch sehr oft dieses Netzteil. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, irgendwie euch einen PC zusammenstellen zu lassen, das ist wirklich ein gutes Netzteil, das könnt ihr wirklich gut nehmen. Die Problematik ist einfach, wenn man beim Netzteilrechner die ganzen Komponenten eingibt, kommt man auf eine maximale Leistungsaufnahme von 694 Watt, Netzteilempfehlung inklusive Puffer 744 Watt, also 750 oder 850. Ich hätte auch mindestens einen 850er reingepackt. Ihr sagt jetzt natürlich, ja, da sind 750 drin, das muss ja dann passen. Naja, das Netzteil wird wirklich unter Last dann immer an der Leistungsgrenze betrieben. Ja, das wird dadurch natürlich auch warm und dann dreht der Lüfter wieder auf, dann wird es wieder laut. Und es ist auch nicht gut fürs Netzteil und so eine Grafikkarte hat auch mal Lastspitzen. Ihr kommt in so eine Szene in einem Spiel rein, die jetzt wirklich sehr fordernd ist, dann gibt es auf einmal eine Lastspitze und der PC geht aus. Muss bei dem jetzt nicht passieren. Ihr könnt solche Netzteile natürlich auch etwas über der Leistungsgrenze betreiben, ist aber vom Hersteller nicht so gedacht, deswegen sagt er ja 750 Watt. Und ich finde das schon ziemlich happig. Also ich hätte wirklich einen 850er genommen. Wie gesagt, gerade so ausreichend, qualitativ völlig in Ordnung. Und das kostet 109,89 Euro bei Mindfactory. Wi-Fi ist klar und Bluetooth auch, das ist dem Mainboard geschuldet, genauso wie der Netzwerkcontroller und der 8-Kanal High Definition Audio. Als Software bekommen wir noch mit dabei Windows 11 Home. Das müssen wir hier sogar haben, ob sie jetzt Home oder Pro nehmen, ist für euch eigentlich relativ uninteressant. Es ist einfach so, der 12900K hat eben Performance- und Efficiency-Kerne, Windows 10 kommt damit zwar klar, aber Windows 11 holt dann noch mehr Performance raus, kann die besser zuweisen. Das ist in Ordnung. Und das kostet 68,90 Euro bei MySoftware. Ansonsten bekommen wir noch von Microsoft 365 die kostenlose 30-Tage-Testversion, danach kostet es Geld. Also wenn ihr da eure Daten angebt, vielleicht PayPal oder so hinterlegt, dann kostet das nach diesen 30 Tagen Geld. Das ist also mehr oder weniger Bloatware. Der Hersteller, beziehungsweise Medion jetzt in dem Fall, bekommt natürlich dann auch eine gewisse Provision, wenn ihr dann ein Abo abschließt. Genauso verhält sich das mit McAfee LifeSafe kostenlose 30-Tage-Testversion. Schmeißt es einfach runter. Ihr habt den Windows Defender automatisch bei Windows mit dabei. Ihr braucht diese Antiviren-Schutzsysteme einfach nicht. Und dann werden wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, diese Lüfter, die konnte ich jetzt nicht berechnen, da steht einfach keine Angebote seit dem 12.05.22, die lagen irgendwo bei 16 Euro rum. Wenn wir jetzt mal drei Stück berechnen, also zwei für die Wasserkühlung und einen noch hinten für das Heck, dann kommt ihr irgendwie auf 45 Euro. Die könnt ihr von mir aus gleich noch draufrechnen. Wir lassen sie jetzt erstmal weg, weil es sind ja bei der Wasserkühlung auch schon Nicht-RGB-Lüfter mit dabei. Das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2824,34 Euro. Das System soll kosten 3299 Euro. Das heißt, ihr seid circa über 450 Euro fürs Zusammenbauen zu teuer. Ihr könnt jetzt von mir aus noch berechnen,
200, 250 fürs Zusammenbauen, weil es ja schon ein etwas teureres System ist. Die Grafikkartenpreise schwanken, aber selbst dann ist das System einfach noch zu teuer. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist einfach das Gehäuse und die Wasserkühlung. Der Rest ist gut, tatsächlich. Gut, das Netzteil ist ein bisschen knapp bemessen, geht aber noch. Ansonsten Mainboard-Klasse, Prozessor-Klasse, Grafikkarte-Klasse. Ja, aber das Gehäuse und die Wasserkühlung machen das ganze System zunichte. Vor allen Dingen habt ihr ein Z690-Board mit einem K-Prozessor. Das heißt, ihr könntet theoretisch sogar übertakten, wenn ihr das möchtet. Geht aber nicht, weil der Prozessor dann zu warm wird in diesem Gehäuse mit dieser Wasserkühlung. Ich bin auch recht happy, dass das Ding nicht sofort wieder ausverkauft war, weil diese Aldi-Systeme sehr, sehr schnell ausverkauft sind, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht kennen sich die Leute nicht aus, vielleicht nehmen sie diesen Ratenkauf irgendwie in Anspruch. Ich habe keine Ahnung, ich würde den auf jeden Fall so nicht kaufen, vor allen Dingen ist es kein super gutes Angebot. Ihr bekommt bei anderen Herstellern, sei es Agando, Krotos, von mir aus auch Megaport oder Dubaro, kriegt ihr auf jeden Fall mehr Hardware für das gleiche Geld in einem besseren Gehäuse mit einer besseren Wasserkühlung. Ich würde mir das wirklich ganz stark überlegen und lasst einfach die Finger davon. Ich würde so nicht kaufen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal bei Twitch vorbei, ich bin da des Öfteren live. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.